Willkommen, Leute! Heute geht's um Eiweiß, Leute! Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich habe heute mal vor, eine interessante Sache mal. Es gibt sehr, sehr teuren Eiweiß, mal, was man kaufen kann für Muskeln. Und da ist mir die Brennnessel aufgefallen. Die hat 100 Gramm Brennnessel getrocknet, hat 40 Gramm Eiweiß. Das heißt, die Hälfte von 100 Gramm ist einfach nur Eiweiß. Und ich möchte heute euch einfach mal eine günstige Art zeigen, wie man wirklich 40, 50 Euro sparen kann mit Pulver. Weil es ist sehr, sehr teuer, Leute. Und mit Brennnessel ist umsonst. Geht einfach im Wald raus. Brennnessel ist umsonst, Leute. Deswegen, ich gehe heute raus, habe mir einen wunderschönen Wald ausgesucht. Und ja, danach werden wir die trocknen. Aber jetzt werden wir die erstmal pflücken. Kommt mit, Leute. Wuhu! Ja, Leute, ich habe jetzt einen Brennnesselplatz gefunden. Keine Sorge, ich gehe jetzt tiefer rein und am Ende beim Trocknungsprozess werden wir das ja im Ofen packen. So werden wir die Bakterien und den Fuchsbandwurm töten. Wir werden jetzt erstmal pflücken. Ich habe eine gute Stelle. Es geht jetzt erstmal rein. Das ist die Brennnessel. Habt ihr auch noch nie gehabt, so ein Video, ne? Über die Brennnessel. Ja, das ist die wunderschöne Brennnessel. Die hat sehr, sehr viel Eiweiß. Die hat richtig viel Power. Die ist gesund, Leute, die ist essbar und so sieht die halt aus. Ja, wir gehen mal hoch. Und das ist die Brennnessel-Ecke, die ich hier gefunden habe. Die sieht sehr frisch noch aus hier im Herbst. Lass uns beginnen. Leute, lass uns pflücken. Es dauert ein bisschen lange, aber ist gar nicht so schlimm. Ich pflücke jetzt einfach ganz schillimilli die Spitzen ab. Immer die frischen Blätter sind sehr wichtig. Leute, was geht ab? Die Brennnessel, Leute, die Brennnessel. So, Leute, ich bin fertig. Hier, schaut mal rein, warte. Ja, das ist jetzt ungefähr 300, 400 Gramm Brennnessel. Und wenn wir die trocknen, haben wir, denke ich, schon unsere 100 Gramm. Weiter geht's, Leute. Leute, ich bin jetzt zu Hause. Jetzt wird noch ein paar Sachen gemacht, wie Sachen waschen, Kleinschneiden, dass sie schneller trocknen und dann in den Ofen schmeißen. Ich zeige euch kurz den Prozess und dann werde ich noch euch sagen, wie man den Ofen einstellt. Dann wartet man ein bisschen. Wartet erstmal. Ich habe jetzt hier ganz viel Wasser reingemacht, da kommen jetzt die Brennnessel rein. Ja, so einfach ist das, ne, mit einem Holzlöffel, weil mit den Händen könnte es ein bisschen wehtun, Leute. Und so soll das nicht aussehen, Leute. Oh, Vorsicht, dass du dich nicht piekst. Ja, ich muss aber jetzt die trocknen, Minerva. Ja, Leute, ich muss sie erstmal wieder runterkriegen. Und jetzt werde ich die einfach hier so zack. So, und dann runterdrücken und dann schon trocknen. So, und so muss das jetzt aussehen, Leute. Ne, einmal durch die Hälfte und jetzt geht's gleich zack, zack, zack. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Leute, dass das geschnittene... Einfach hier so rauflegen. Ich habe jetzt doppelt, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel. Ich werde die jetzt hier einmal rauflegen und dann kommen die direkt im Ofen. Und wenn ihr denkt, das ist mir ein bisschen zu viel, dann macht, Leute, dann macht einfach euch einen wunderschönen Brennnesseltee. Wow, die Linsen! So, kurz und knackig, 60 Grad im Ofen. Und dann sage ich euch am Ende, wie lange das gedauert hat bei mir. Vielleicht dauert das 2 oder 3 Stunden. Lass uns das ausprobieren. Ich packe die Bleche rein im Ofen. Ich bin sehr gespannt. Leute, ich habe es doch auf 70 Grad gemacht. Und vergesst nicht, hier zwischen im Ofen so ein kleines Handtuch, dass da ein bisschen die Feuchtigkeit rauskommt aus dem Ofen. So trocknet es besser. Bis gleich. Es sieht jetzt so aus, Leute. Das sind jetzt ungefähr eine Stunde. Und schaut euch das mal an. Ich habe die jetzt mal ein bisschen zwischendurch einfach so kaputt gemacht, dass sie kleiner werden. Ne? Hier sind die viel kleiner als hier oben. Dann habe ich halt das so gemacht und dann so gerieben und dann sind die richtig schön klein geworden. Ich packe das jetzt gleich im Mixer und dann haben wir wirklich unser Brennnessel-Eiweißpulver. Richtig Hammer. Ich
ich muss wirklich sagen, ungefähr eine Stunde und 10 Minuten, 65 Grad, Umluft, dann einmal Ober- und Unterhitze ein bisschen ausprobiert, ein bisschen klein gemacht und schaut euch das mal an. Das ist richtig viel. Mal gucken, wie viel Gramm das jetzt wirklich ist. Weil ich habe gehofft, dass ich auf dieses Video auf 100 Gramm komme. Weil dann weiß ich genau, okay, hier sind 40 Gramm Eiweiß drin, wenn ich 100 Gramm nehme. Voll geil, Leute. Die Frage des Tages. Kann man mit so einem Mixer Pulver machen? Ich bin mir unsicher, Leute. Hä? Oh. Lass uns das anschauen, Leute. Eine Waage. Eine Schüssel. Anmachen. Wir werden es aufmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr grün wie so Nebel da rauskommt. Ah, mein Gott. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig, Leute. Ne? Und dann noch aufnehmen hier. Oh. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Wieso habe ich nicht die frischen Brennnessel eigentlich gewogen? Weil dann wusste ich genau die, ne, die Differenz, wie viel muss ich pflücken, dass ich auf 100 komme. Weil das hier sind jetzt ungefähr 33 Gramm getrocknete Brennnessel. Man braucht halt ein bisschen viel Brennnessel dafür. Aber es ist richtig geil, Leute. Ich werde das jetzt euch mal zeigen, wie ich das jetzt so esse. Und danach können wir Sport machen. Ja, ihr könnt so ein bisschen Joghurt nehmen, kann man halt machen. Oder man trinkt das mit Wasser oder man packt das in Riegel rein. So selbstgemachte Riegel oder so. Richtig cool, guck mal, wie das jetzt aussieht. Das ist richtig geil. Ich habe einfach Brennnesselpulver. Boah, dann nehme ich jetzt mal so einen Löffel. Pack das hier so rein, zack. Boah, sieht das schön aus. Boah, ist das cool. Ey, ich feiere das voll. Und so sieht das schon aus, Leute. Richtig cool. Es ist einfach ein Sportjoghurt geworden, einfach mit Eiweiß. Richtig cool. So, richtig komische Aufnahme. Ich weiß, aber ich kriege das nicht besser hin jetzt. Ich habe kein Stativ dabei. Ich werde das jetzt probieren. Mmh. Wow. Mmh. Leute, macht das unbedingt. Mandeljoghurt ist das von Alpro. Vegan. Mit Brennnesselpulver. Alter, ist das schon lecker! Leute, ich esse jetzt weiter. Wenn das euch inspiriert hat, weil mit Brennnessel Eiweiß Pulver machen für Sport und Muskeln. Ja, kann man. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen, mit pflanzlichem Eiweiß zu den guten Muskeln zu kommen, ohne einen Cent auszugeben. Einfach mal spazieren gehen, ein paar Brennnessel mitnehmen, im Ofen schmeißen. Voll cool. Ja, ich feiere das gerade. Voll schön, dass ich das mit euch teilen kann. Wenn das euch gefallen hat, Leute, abonniert doch den Kanal gerne. Das ist wirklich wichtig für mich. Und ja, kostet für euch nichts, ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja. Leute, von Shima auch. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Besser, Stinker? Da gähnt der. Ja, Leute, haut rein. Ich bin jetzt mal weg. Tschüss.